So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Adi ist auch am Start. Adi, komm her. Adi kommt gerade angelaufen und denkt, was hat der denn schon wieder für Probleme? Wir haben nämlich was gefunden zum Testen, beziehungsweise Pupsi war einkaufen und Pupsi hat mir was mitgebracht. Das möchte ich jetzt mal hier aus meinem Gefrierschrank raustun. Deswegen sitze ich immer davor, breitbeinig, dass der Gefrierschrank das kühlt, was wichtig ist. Nämlich hier euer Feldschlösschen-Mix in diesem Fall. Eigentlich meinte ich gerade was anderes. Adi, tu den Kopf nicht da neigen. Ihr wisst, der Ramses trinkt ab und zu mal ein Bier. Meistens wird er dann dafür gestreikt und gesperrt. Feldschlösschen kenne ich eigentlich auch nur als Biermarke, also als Hersteller von diversen Biersorten. Jetzt habt ihr Feldschlösschen-Mix. Großes M, großes I und 2X, ne? Das ist nämlich ein Orange-Cola-Mix. Und das Besondere ist, hier ist Cola mit K geschrieben. Das ist extrem auffällig. Ihr habt hier auch das Feldschlösschen-Männchen mit zwei Bierkrügen, die richtig schäumen. Und hier steht nochmal Orange-Cola-Mix, alkoholfrei. Das ist ganz wichtig. Vor lauter Freude schmeißt der Adi auch die ganzen Raclette-Grillpfännchen runter. Pupsi hat das gefunden, wir haben in letzter Zeit ja viel getestet. Ihr wisst, am liebsten trinke ich eigentlich Schwipschwapp aus der Dose. Beim Netto immer, wenn ich Mittagspause hatte, immer direkt Schwipschwapp aus der Dose gegönnt. Der trinkt gerne hier diese Paulaner Spezi. Ich finde die normale Spezi, das Original, eigentlich besser. Jetzt hat man letztens Leikheim Cola Mix aus der Dose. Feldschlösschen Mix kenne ich noch gar nicht. Möchte ich mal probieren. Passend dazu in einer Bierflasche, wenn ihr also auf Arbeit seid und in der Mittagspause einfach mal den hier macht. Dann denkt der Chef, was ist da denn schon wieder los? Der Rams ist wieder in der letzten Ecke. Dabei ist es einfach nur Cola Mix. Kann man sich also gut gönnen. Vielleicht hätte ich es mal einschenken sollen, damit ich mir die Farbe auch angucke. Aber wir sind hier nicht bei den Profi-Testern. Wir wollen ja eigentlich nur Feldschlösschen-Mix probieren, wie das schmeckt, so als Koga, als Orange-Cola-Mix. Alkoholfrei. Hat auf jeden Fall einen guten Zug. Muss ich sagen, nicht zu süß wie der Capital Brat-Tee. Nicht zu süß, aber trotzdem irgendwie fruchtig. Nicht zu viel Cola, nicht zu wenig Cola. Ist eine richtig gute Kombination, muss ich sagen. Schmeckt mir sogar besser als das Paulaner Spezi, obwohl der Ismo darauf immer schwört. Paulaner Spezi best. Haben wir eben reingeholt. Ich habe das jetzt vielleicht 3 Minuten oder so hier im Gefrierfach gehabt. Das heißt, das ist nicht gefroren, das ist aber auch nicht zimmertemperiert. Das hat eine schön angenehme kühlende Wirkung und ist optimal jetzt so zum Trinken, auch nicht mit zu viel Kohlensäure. Feldschlösschen Mix, wenn ihr das kennt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, ob ihr das auch schon mal probiert habt. Und auch 5-0er Dosen Bier, ja. Was ich ja sonst am Ende immer trinke, mache ich heute nicht, will da keine Probleme kriegen. Deswegen muss man das obligatorische 5-0er Dosenbier-Echsen am Ende jetzt weglassen. Aber das 5-0er Dosenbier hat ja auch diese 5.0 Orangen-Cola-Limonade rausgebracht in der Dose, was ich zuerst bei Prime in der Battle-Runde gesehen habe. Das fand ich interessant. Meine Lieblingsbiermarke, die eine Orangen-Cola-Limonade rausbringt, also einen Spezi-Mix. War total begeistert, hab mir die Dosen geholt, fand ich richtig genial, hab's probiert und war übelst enttäuscht, denn geschmacklich fand ich das nicht so krass. Also 5-0er weg, Paulaner weg, Spezi ist okay, Feldschlösschen-Mix, aber jetzt ganz vorne dabei, vor allem eben auch aus einer Bierflasche. Schön zum Fluppen, zum Öffnen, da geht's richtig ab. Schmeckt gut, sieht gut aus, Etikett gefällt mir eigentlich auch. Ne? Wenn ihr das kennt, wie gesagt, schreibt's rein. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.
guck der Adio.